Hey und herzlich willkommen zu Love and Sex und heute mal nur mit mir, denn ich wollte mal mit euch alleine über ein Thema sprechen und zwar das erste Mal beim Frauenarzt. Und da fragen sich vielleicht viele, wann muss ich überhaupt hingehen oder viele von euch haben Angst davor und deshalb werden wir heute mal ein bisschen darüber reden. Ihr solltet zum Frauenarzt gehen, wenn ihr überlegt, Sex zu haben oder es schon habt. Oder wenn ihr Fragen zum Thema Verhütung, Geschlechtskrankheiten oder sonstigem habt, da hilft euch der Frauenarzt gerne weiter. Aber auch wenn ihr Probleme mit eurer Periode habt, das heißt, dass sie unregelmäßig kommt oder ihr Schmerzen im Unterleib habt. Oder vielleicht, wenn ihr sie bis zum 16. Lebensjahr noch gar nicht hattet. Die meisten gehen aber das erste Mal zum Frauenarzt, weil sie die Pille verschrieben bekommen möchten. Ihr könnt jederzeit zum Frauenarzt gehen. Wenn ihr allerdings die Pille verschrieben bekommen möchtet und euren Eltern davon nichts sagen wollt, dann geht das problemlos erst ab 16. Wenn du noch keine 14 Jahre alt bist, dann muss der Arzt auf Anfrage deiner Eltern Auskunft leisten. Zwischen 14 und 16 Jahren liegt es aber im Ermessen des Arztes, ob er deinen Eltern Bescheid gibt. Du kannst ihm aber auch ruhig sagen, dass du das nicht möchtest. Wenn du aber allerdings privat versichert bist und dann die Pille verschrieben bekommst, dann kommt die Rechnung auf jeden Fall nach Hause. Also solltet ihr immer offen zu euren Eltern sein und ihr könnt ihnen ruhig sagen, dass ihr schon zum Frauenarzt geht. Tipp 1. Macht euren Termin beim Frauenarzt am besten an einem Tag, wo ihr nicht eure Periode habt, denn dann kann er einen Abstrich nehmen. Tipp Nummer 2. Mach dir eine Checkliste mit deinen Fragen, wenn du aufgeregt bist, weil dann vergisst du beim Gespräch vielleicht nichts. Außerdem solltest du die Antwort auf folgende 4 Fragen wissen. Erstens, wann hattest du deine allererste Periode? Zweitens, wann hattest du den ersten Tag deiner letzten Monatsblutung? Drittens, hattest du schon mal Sex? Und viertens, wie groß bist du und wie viel wiegst du? Hast du vielleicht Angst vor deinem ersten Besuch? Tipp Nummer 3. Hol dir Rat von deiner Mutter, einer großen Schwester oder einer guten Freundin und frag sie doch mal, zu welchem Arzt die gehen. Tipp Nummer 4. Deine Freundin, Schwester oder Mutter kann dich natürlich auch begleiten und es ist natürlich auch erlaubt, dass dein Freund mit dir mitkommt. Das ist vielleicht sogar ganz gut, weil dann könnt ihr euch gemeinsam über Verhütungsmethoden informieren. Setzen Sie sich da, hm? Oder lieber auf meinen Schoß? Na, zum ersten Mal hier. Hm? Fangen Sie doch schon mal an, sich untenrum frei zu machen. Hm? Sie sind doch rasiert, oder? Spielt doch keine Rolle. Oder machen Sie sich direkt ganz frei? Dann machen wir direkt den ganzen Check-up, inklusive Tippencheck. Wenn ihr vor diesem Szenario Angst habt, dann kann ich euch beruhigen. Kein Arzt wird euch so anschauen. Es ist für ihn ganz normaler Alltag. Tipp Nummer 5. Manche Mädchen fühlen sich wohler, wenn sie zu einer Frauenärztin gehen, als zu einem Frauenarzt. Hallo Mia, na? Hallo. Alles gut? Ja. Schön. Keine Angst. Also ich weiß, es ist das erste Mal, das ist ein bisschen aufregend. Ich weiß noch mein erstes Mal, meine Güte. Oh je, oh je. Wenn es euch trotzdem unangenehm ist, nackt zu sein, dann zieht doch einfach einen Rock, ein Kleid oder ein langes Shirt an. Das könnt ihr nämlich einfach anlassen und der Weg von der Umkleide bis zum Stuhl ist nicht so unangenehm. So, dann machen Sie mal bitte die Beine breit. Da gucken wir gerade mal, was da... Oh, wow, 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 was haben wir denn da? Schon mal im Hamburg auf dem Fischmarkt gewesen? Das ist echt Zuckerflecken dagegen. Uiuiui. Ui, ui. Muss ich fast die Kettensäge holen. Nee, beim nächsten Mal bitte ein bisschen mehr reinigen, ne? Und das wird erst recht kein Arzt sagen. Wenn ihr normale Intimhygiene betreibt, ist das vollkommen ausreichend. Ihr braucht auch vorher keine Intimsprays oder ähnliches zu benutzen. Außerdem braucht ihr euch auch nicht rasieren. Das stört den Arzt überhaupt nicht und stört auch die Untersuchung nicht. Das ist schließlich die normale Körperbehaarung. Dann wollen wir mal. Mann, Mann, die werden auch immer enger, was? So. Oh, was haben wir denn da, ha? Ja, ich würde sagen, in 2 Wochen noch mal wiederkommen. Nein, 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 keine Angst. Der Arzt hat dafür spezielle Geräte bzw. Instrumente. Ja, so handbetriebstechnisch ist alles super. Nur ich brauche noch mal Hilfe, um ein bisschen tiefer zu gehen. Und da habe ich halt hier so ein kleines Werkzeugchen. Sieht aus wie eine Grillzange, ist aber keine Sorge. Und das brauche ich halt, werden Sie jetzt merken. Aber tut auch nicht weh, soweit ich weiß. Aber was weiß ich schon. So, dann gucken wir doch mal. So. Das einmal rein.
Also Leute, keine Angst. Der Arzt wird sehr vorsichtig sein, vor allem wenn er weiß, dass es eure allererste Untersuchung ist. Und nein, das Jungfernhäutchen wird dabei nicht beschädigt. Der Abstrich. Dabei wird mit einem Wattestäbchen an der Gebärmutter entlang gestrichen. Dazu wird der Scheideneingang mit einer Zange leicht geöffnet. Die Tastuntersuchung. Der Frauenarzt geht mit einem Finger in die Scheide, legt die andere Hand auf den Bauch und tastet so Gebärmutter und Eierstöcke ab. Die Brustuntersuchung. Brust- und Achselhöhlen werden auf Knötchen abgetastet. Das dauert so circa 10 Minuten. Im Anschluss machen einige Frauenärzte noch einen Ultraschall von eurer Gebärmutter und euren Eierstöcken, aber dabei wird nichts mehr eingeführt. Wenn du die Pille verschrieben bekommen möchtest, dann geht das nur nach einer richtigen Untersuchung. Wenn du allerdings Angst davor hast, dann kannst du das ganz einfach so machen. Du machst zwei Termine, beim ersten redet ihr nur und beim zweiten kommt dann die Untersuchung. Wenn du bereits Sex hattest, solltest du regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung zu deiner Frauenärztin gehen. Das ist genauso wichtig wie die Zahnvorsorge. Ich hoffe, ihr konntet etwas mit dem Video anfangen und das hat euch ein bisschen die Angst genommen. Ich weiß, es ging jetzt vielleicht eher an Jüngeren von euch, aber vielleicht könnt auch ihr anderen was daraus mitnehmen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr uns natürlich eine persönliche Nachricht schreiben oder was in die Kommentare schreiben. Und sonst wie immer, da oben könnt ihr uns abonnieren und hier unten gibt es noch zwei weitere Videos. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal auch wieder mit dem Lars. Wenn es euch unangenehm ist, dort nackt rumzulaufen, in der ganzen Praxis. Hallo! Gib die Kühe Warteraum, könnt ihr vorher bitte frei machen? Ja. Stell mal vor, da sitzen überall so nackte Frauen.